Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder Der Pile ist geil. Wir sind natürlich live auf Twitch, wenn du das siehst, dann auf YouTube die geschnittene Zusammenfassung. Natürlich habe ich einen tollen Leckerbissen dabei. Du hast es auf dem Thumbnail schon gesehen, deswegen guckst du das Video. Ich habe den neuesten Hit, sagen wir mal, von Martin Wallace da auf seinem eigenen Verlag herausgekommen, nämlich auf Wallace Designs. Geiler Verlagsname. Sein Spiel namens Bloodstones, ein Kickstarter. Ich habe ihn mir als Kickstarter geholt. Ob der jemals im Handel sein wird, wage ich zu bezweifeln. Also von daher absolute FOMO-Angst vielleicht bei euch, wenn ihr es euch nicht gegönnt habt. Und wir schauen uns das ganze Ding mal an. Hier seht ihr das, da ist das Cover. Wir haben es damals auch im Stream gewogen. Die Schachtel wiegt locker 4 Kilo, würde ich jetzt mal behaupten. Ordentlich was los. Kickstarter-mäßig natürlich ein kleines bisschen, ja, overproduced. Aber wir gucken einfach mal rein, was der wunderbare Martin Wallace hier alles in die Box gepackt hat. So, Deckel auf. Übrigens sehr geil. Hier innen auch schön The Most Powerful Warriors. Ich habe mir die englische Version geholt. Kann man aber auch super sich die deutsche Anleitung ausdrucken, habe ich gemacht. Schadet schon mal nichts, wenn man sich die deutsche Anleitung auch dazu holt. Die ist gut designt, ist aber ordentlich was drin. Und jetzt kommt das Spielmaterial und das ist natürlich was Leckeres hier. Schaut euch das mal an. Die Schachtel ist voll bis oben und zwar mit der größten Ansammlung an coolen bestickten Säckchen, die ihr euch vorstellen könnt. Schaut euch mal die vielen Säckchen an. Schaut euch das mal an. So viele Säckchen. Und sie klimpern auch so schön. Wir werden dann auch ein bisschen natürlich in die Säckchen hineingucken, was die so können. Worum geht's bei Bloodstones? Ich kann es für euch am ersten Mal vergleichen mit sowas wie Risiko oder auch Kriegstruhe War Chest. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Meine Kinder und ich, wir spielen sehr gerne War Chest. Das Ganze ja mit so Pokerchips. Und die Hoffnung war, dass das hier einfach noch mehr Möglichkeiten, Varianz und so weiter bietet. Und Spoiler voraus, kann ich schon jetzt sagen, ja. Major Gags, danke dir. Also ihr seht, die Säckchen hören einfach nicht mehr auf. Und gerade wenn man denkt, na gut, jetzt sind wir mit den Säckchen durch, dann kommen die Spielmatten. Das sind so kleine Tischdeckchen. Da gibt es, glaube ich, 6 an der Zahl, die da drin sind. Je nach Spieleranzahl unterschiedliche so Terrains. Wir gucken uns da einfach dann mal eine an. Und dann war im Kickstarter noch so eine Tüte dabei, mit der man das Ding mit zum Spieletreff nehmen kann, weil du ja die Packung gar nicht brauchst. Und dann waren noch dabei Spielerhilfen für die ganzen Fraktionen. Die sehen ein bisschen dünn aus, die sind aber aus Plastik, was ganz cool ist. Und für jede Fraktion, die man spielen kann, gibt es hier quasi so eine Übersichtstableau, wie man die spielt. Das ist ganz schön gemacht. Und dann die eigentliche Anleitung, hier jetzt in dem Fall auf Englisch. Und dann gibt es hier noch so ein Szenarienbuch für die ganzen Solo-Kampagnen. Ich habe es noch nicht Solo gespielt, aber wenn du Solo spielst, hast du hier diverse Kampagnen, die du dann hier durchspielen kannst. Das sieht schon geil aus. So, dann schauen wir uns das mal ein kleines bisschen noch im Detail an. Wenn ich jetzt hier mal, ich zoome mal raus, damit ihr so ein bisschen mal so eine Spielmatte seht, wie ihr euch die vorstellen könnt. Das ist, wie gesagt, nur so eine dünne Tischdecke. Das klappt aber eigentlich ganz gut. Und da habt ihr halt einfach unterschiedliche Terrains drauf, auf denen ihr euch dann bewegen könnt, hier einnehmen könnt, wo ihr eure Truppen habt, wo ihr Häuser baut, wo ihr über Meer fahren könnt mit Schiffen und solche Geschichten. Manche Truppen sind stärker im Wald und so weiter. Last Geek Tonight bringt 35 Freunde mit. Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt zum richtigen Augenblick, wenn ihr Bloodstones sehen wollt. So, also die Tischdecke sind schon mal ganz cool. Ich hätte mir das, glaube ich, gerne irgendwie als Neoprenmatte gewünscht, aber dann wäre es natürlich riesig gewesen, was man so alles sammelt. Das ist irgendwie ganz nice, dass das so Tischdecken sind, aber die Qualität von denen ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, also das ist nicht vernähte Ecken und so weiter. Das geht schon, das hat so Qualität wie, keine Ahnung, wie wenn ich meiner Frau einen Seidenschal zu Weihnachten kaufe. Ja, das Artwork auch sieht so handgezeichnet aus, aber irgendwie passt zusammen. Herzstück aber von dem Game sind natürlich die ganzen Säckchen und vor allem der Inhalt der Säckchen. Und ich hole mal einfach 3 Säckchen raus, denn das ist es, was du als Spieler bekommst. Als Spieler hast du 2 Säckchen passend zu deiner Fraktion. Und je nach Kampf gibt es hier noch so Kampfsäckchen. Wir fangen mal mit den Kampfsäckchen an, weil die am einfachsten funktionieren. Kommt es zu einem Kampf, zieht man hier eine Anzahl an Teilen raus. Und jetzt schaut euch die mal an. Das sind so Azulsteine. Ich sage immer Bakelit. Da sind Werte drauf von 2 bis 5. Und das ist quasi eure Kampfstärke oder wird zu eurer Kampfstärke zuaddiert. Das heißt, das ist so ein bisschen Push Your Luck. Oder was heißt Push Your Luck? Du ziehst halt entsprechende Steine. Das kannst du ein bisschen optimieren, dass du Steine auch nochmal zurückwerfen kannst, nochmal neu ziehen kannst. Mancher darf einen Stein mehr ziehen und hat dadurch mehr Auswahl. Aber immer wenn es zum Kampf kommt, ist halt auch so eine Glückskomponente dabei, weil man aus so einem Kampfsäckchen zieht. Das Säckchen gibt es natürlich 2-mal. Bedeutet, der Gegenspieler hat halt auch so ein
Kampfsäckchen, aus dem man ziehen kann. Die Säckchen wirklich sehr schön gemacht. Und dann das eigentliche Spielmaterial. Ihr habt in dem kleinen Säckchen, habt ihr so Städte drin und eure normalen Marker. Ihr habt so eine Zitadelle. Das ist der Marker, wo ihr anfangt, auf dem Gebiet einfach zu sagen, wo ist eure Stadt. Dann habt ihr hier noch so Siegpunktmarker. Damit lauft ihr einfach auf den Siegpunktleisten und dann habt ihr diese kleinen Städte, die könnt ihr gründen und die können euch aber auch zerstört werden. Werden die euch zerstört, dann sind die für den Gegner Pluspunkte und ihr könnt sie dann nicht selber mehr bauen. Jeder hat halt 20 so Städte zur Verfügung und wenn die weg sind, sind die weg. Das heißt, wenn die alle zerstört sind, kannst du sie nicht wieder aufbauen und dein Gegner hat sie so ein bisschen. Deswegen baut man die auch sehr gerne an Stellen, wo der Gegner nicht hinkommt. Das ist so eine Strategie bei dem Spiel. Ob das cool ist, werde ich euch später sagen. Das heißt, es ist so, dass man über 2 oder 3 Runden spielt und jede Runde werden Punkte gezählt für alle diese Häuser oder Städte, die man gebaut hat. Das heißt, man will natürlich, dass die noch stehen. Deswegen baust du die durchaus an Stellen, wo der Gegner nicht hinkommt. Das ist so ein bisschen Katz-Maus-Spiel. Ja. Und dann haben wir in dem Beutel die ganzen anderen Steine. Und zwar je nach Fraktion hat man jetzt hier unterschiedliche Steine drin mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Manche Steine sind sich ähnlich. Es gibt Schiffe, es gibt große Städte, die man bauen kann oder Schlösser. Es gibt Truppen, die sich im Wald besser bewegen. Es gibt Verteidigertruppen, es gibt Kämpfer, es gibt den Anführer, es gibt Sachen, mit denen man Städte angreifen kann. Also ganz viel, auch wie gesagt, je nach Fraktion unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal auch einfach Steine, wo nur Punkte drauf sind. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Man bekommt 6 von diesen Steinen auf die Hand und kann die ausspielen. Und damit ich die ausspielen kann, muss ich die Voraussetzungen erfüllen. Und wir fangen mal hier an. Immer auf der linken Seite, die quadratischen Sachen sagen, wenn ich diesen Stein ausspielen will, wie viele Steine muss ich abwerfen? Also wenn ich diesen Verteidiger spielen will, muss ich einen anderen Stein ungenutzt abwerfen. Das heißt, der kostet mich mehr, als wenn ich einen Stein nehme, der zum Beispiel keine Voraussetzung hat. Er hier braucht zum Beispiel nicht. Dann gibt es hier auf der rechten Seite diese kleinen Punkte. Die kann ich benutzen, um mich zu bewegen oder Städte zu bauen. Das heißt, für Aktionen, um Truppen zu bewegen, Truppen anzugreifen, brauche ich die rechten Sachen. Das heißt, ich kann so ein Schiff als Truppe spielen, dann muss ich halt was abwerfen. Oder ich kann es werfen, um Bewegungspunkte zu machen oder Städte zu gründen. Das ist natürlich dieses typische Martin Wallace Multipurpose-Ding, was er sonst bei seinen Karten hat, hier jetzt in Form von diesen Steinchen. Und so bewegen wir uns da über die Felder. Mit Schiffen natürlich können wir uns über Wasser bewegen. Wir können uns manchmal nicht in Berge bewegen. Manche Truppen können sich in Berge bewegen. Dann gibt es zum Beispiel diese berittenen Truppen. Das ist so, wenn ich angegriffen werde und habe eine berittene Truppe, dann kann ich mich zurückziehen aus einem Kampf zum Beispiel, ohne kämpfen zu müssen. Das ist also so klassisches Wargame, klassisches auch Area-Control-Spielchen. Das funktioniert ganz gut. Wie funktioniert dann so ein Kampf? Bei dem Kampf, wenn der verloren oder gewonnen ist, man zählt natürlich die Stärke der Truppen. Die haben unterschiedliche Stärken plus die Stärke, die ich aus dem Beutel gezogen habe, Stärke, die ich vielleicht noch manipulieren kann. Wer da am stärksten ist, der macht bei der anderen Einheit eine Truppe kaputt. Die kann sich derjenige aussuchen. Wenn noch Truppen übrig sind, dann flüchten die woanders hin. Bei Gleichstand wird einfach nochmal gekämpft, so lange, bis es wirklich einen Gewinner gibt. Und man bekommt immer Punkte und zwar je nachdem, wie viele Truppen im Kampf waren. Also wenn ich zum Beispiel gegen 6 Truppen gewonnen habe, bekomme ich 6 Punkte. Also das ist das Prinzip. Das ist schon deutlich mehr, als man es von War Chest kennt, weil es einfach viel mehr Truppenarten und Sachen gibt. Nee, die sind bedruckt, die Steine. Die sind nicht beklebt. Also das sind gestickte Beutel mit bedruckten Bakelitsteinen. Und zwar 300 von den Steinen, weil wir 6 verschiedene Völker haben. Man kann das Spiel dadurch auch zu 6 spielen. Ich habe es jetzt nur zu zweit gespielt. Zu zweit spielt man 3 Runden. Bei größeren Spieleranzahlen spielt man nur 2 Runden. Eine Runde ist so lange, wie man aus einem Beutel ziehen kann. Sobald man keine Steine mehr im Beutel hat, ist die Runde zu Ende. Es wird eine Punktewertung gemacht und dann kriegt man alle abgelegten Steine wieder zurück und kann auf die Weise wieder neu aus dem Beutelchen ziehen. Wie hat mir das so gefallen? Also, Spielmaterial, fangen wir dort an, an sich kompromisslos geil. Aber, ihr seht das ja hier mit diesen Beutelchen mit den Kordeln. Mein Sohnemann hat es hinbekommen, bereits in der ersten Partie, und er hat nicht lang rumgespielt an den Dingen, hat es hinbekommen, das Ding kaputt zu machen. Direkt bei der Erstpartie. Und zwar, wo ist der Beutel? Hier. Er hat es geschafft, diese Kordel abzuziehen. Das Zeugs hier, das konntest du einfach abziehen. Und ich habe mir das angeguckt, das ist nicht sehr hochwertig verarbeitet. Wenn du nicht aufpasst, ziehst du dir die ab. Die müsstest du eigentlich mit einer Heißklebepistole zusätzlich kleben, weil das ist einfach nur drum gewickelt hier mit einer Schnur, und wenn die rausrutscht,
dann rutscht dir das ganze Ding runter und ist im Arsch. Das kann man zwar reparieren, gar keine Frage, aber ich wollte nur sagen, das wird bei einigen passieren, weil er hat nicht viel damit rumgespielt. Ansonsten wäre die Qualität super. Ein paar von diesen Steinen sind ultra zerkratzt gekommen. Das fand ich auch krass. Dafür, dass es noch unbespielt war, waren die total zerkratzt. Was auch immer die da in der Fabrik gemacht haben, dass sie schon so zerkratzt kommen. Ist am Ende egal, weil wenn du das Spiel oft genug gespielt hast, sind die Steine sowieso verkratzt. Ich finde es aber immer nur verrückt, wenn du sie auspackst und sie sind schon total zerkratzt. Und dann kommt etwas anderes, was ich an dem Spiel nervig finde. Und zwar strategisch habe ich schon erzählt. Man versucht dann irgendwie seine Häuser sehr weit wegzubauen vom Gegner, damit die möglichst lange stehen, weil die jede Runde Punkte machen. Das ist ja nicht unbedingt cool, um Interaktion zu bringen, wenn man das so ganz am Rand, ganz weit hinten gebunkert baut. Das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen anders ist von den Regeln, weil du rein theoretisch, wenn du auf Punkte spielst, halt den ganzen Kämpfen ein bisschen aus dem Weg gehst. Das finde ich ein bisschen schade. Und jetzt das letzte Ding. Kämpfe. Die meisten Kämpfe, die wir hatten, waren nicht zwei Truppen gegen eine Truppe, sondern waren 10 Truppen gegen 8 Truppen. Was an sich ja egal ist, weil die müssen ja nicht einzeln würfeln, ziehen, sonst was machen, sondern hey, du musst halt einfach nur die Gesamtstärke berechnen. Nur 10 Truppen, um das kurz zu zeigen, heißt halt auch, auf dem Spielfeld stehen irgendwann auf diesen kleinen Feldern die Sachen nicht mehr einzeln rum, so, sondern natürlich stehen da riesen Stacks an Truppen. Und das erinnert so ein bisschen an Risikospielen. Also du hast irgendwann nur noch diese Riesenhäufchen, bewegst dann Riesenhäufchen in der Gegend rum und das macht es manchmal nicht so übersichtlich. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann. Das hier ist jetzt ein Volk, was wir nicht gespielt haben. Und ich versuche euch mal, vielleicht kann ich es im Licht zeigen, zu zeigen, wie zerkratzt die Steine sind. Ich weiß nicht, ob wir das gut... Hier, ich versuche es im Licht so zu zeigen, dass man die Kratzer sieht. Ah, das ist echt schwierig. Hier, jetzt kriege ich es hin. Siehst du diesen Riesenkratzer auf dem braunen, auf dem rechten braunen Stein? So sehen die aus. Die sind aber noch frisch aus der Tüte. Ich habe die nicht benutzt. Warum sind die so zerkratzt? Genau. Warum sind die so zerkratzt, so matt? Das finde ich ein bisschen schade. Also die krasse, überlegene Qualität ist im Detail dann doch nicht so krass, wie ihr glaubt. Ich bin nicht so sehr der Wargamer, muss ich natürlich dazu sagen. Jetzt kann man natürlich sofort sagen, ja, Basti, warum holst du dir dann so ein Spiel? Bist du denn des Wahnsinns? Hol dir doch ein Game, was dir gefällt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe richtig viel Laune gehabt. Es war eine epische Schlacht, die wir abgefeuert haben. Und trotz epischer Schlacht ist die Spielzeit, sagen wir mal, bei unter einer Stunde geblieben, zu zweit. Also das heißt, das Game ist mit Sicherheit episch, wenn du es zu sechs spielst. Ich weiß noch nicht genau, wie das ist, wenn man dann Allianzen knüpft. Da bist du ja gefühlt dann den ganzen Tag beschäftigt beim Zocken. Ich habe es mir so ein bisschen als Zwei-Personen-Spiel geholt und da gefällt es mir. Also da gefällt mir der Spaß dran, da gefällt mir die Interaktionsdichte. Die Völker, die wir bisher gespielt haben, waren cool. Ich habe zum Beispiel was gespielt, das hat dann so Drachen. Die sind mega stark, aber wenn die angegriffen haben, dann verschwinden die halt vom Spielfeld. Was halt auch geil ist, das heißt, du kannst halt immer einen starken Angriff machen, aber danach bist du ganz schlecht in der Verteidigung. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich würde es mir sicher nochmal holen. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass die Spielqualität vom Material dann doch nicht so kompromisslos war, wie man bei Bloodstones und bei diesem Kickstarter hätte annehmen müssen. Und dass es, wie gesagt, dass es dann doch von den Spielregeln her so ist, dass ich mich irgendwie verstecken kann, um zu gewinnen, also den Kämpfen aus dem Weg gehe oder halt diese riesen Truppenberge rumschiebe, die so risikomäßig sind. Das gefällt mir beides nicht. Ich hätte jetzt keine Antwort, wie man die Regeln anders machen würde, aber da hätte ich bei einem Martin Wallace durchaus erwartet, dass das ein bisschen klüger gelöst ist. Ansonsten ist das aus dem Beutel ziehen, spielen, das ist wie bei War Chest. Du hast wenig Optionen, die gehst du durch, du hast diese Multipurpose-Geschichten, werfe ich es ab oder spiele ich die Truppe, das ist ja bei War Chest auch ähnlich, dass ich die abwerfen kann, um meine Truppen zu verändern und so weiter. Und je nach Art, wo du gerade auf dem Gelände bist, ob du angreifst oder verteidigst, haben die Truppen unterschiedliche Stärke, Werte und so weiter. Das ist schon ganz nett gemacht, plus diesen Glücksfaktor, schaffe ich jetzt den Kampf oder nicht, ziehe ich aus dem Beutel, habe ich einen Vorteil, habe ich einen Nachteil. Nee, das war schon ganz schön. Also, eine Empfehlung ist es auf jeden Fall, das schon, aber mit ein bisschen, sag mal, in der Wertung gibt es halt die Mängel, was ich echt ein bisschen schade finde. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Da ist War Chest sogar von der Qualität gefühlt hochwertiger, obwohl das nur in Anführungszeichen Pokerchips sind, die inzwischen auch schon fast Standard sind. Aber wenn ihr sowas ausprobieren wollt, dann habt ihr bei War Chest das günstigere Spiel, muss man sagen. Dafür ist War Chest halt eher Schach, während Bloodstones eher ein Risiko ist. Von daher, ich fand es trotzdem cool und gebe Bloodstones ein. Top! Jetzt schauen wir aufs Gameometer, denn ich darf mir sicher was geben. Und zwar auf jeden Fall auf volle Schachtel. Also ich glaube mal voller
werden wir eine Schachtel nicht mehr kriegen. Also von daher, volle Schachtel kriegt jetzt mal einen Punkt. Den habe ich mir verdient. Deluxe-Version. Ja, also ich sage jetzt mal, auch bei Deluxe-Version muss ich mir einen Punkt geben. Also das muss sein, weil auch hier, auch weil es Fertigungsqualitätsmängel gab, aber Deluxiger kannst du es ja nicht mehr machen mit Tischdeckchen, mit Bakelitsteinchen, mit bestickten Säckchen. Also Deluxe kriegt halt auch einen Punkt. Muss so sein. Und der letzte Punkt, ganz wichtig natürlich. Er hat extra dafür einen Verlag gegründet. Das heißt, das ist ein neuer Verlag. Das heißt, beim neuen Verlag kriegen wir auch einen Punkt drauf. Also, ihr seht, es kommen die ersten Punkte rein für dieses Jahr. Hoffentlich schaffen wir diese 10x10 Challenge mal dieses Jahr voll zu kriegen. Ich würde sagen, wir machen auf Twitch noch ein bisschen weiter und verabschieden uns bei YouTube. Schreibt gerne in die Kommentare, habt ihr auch Bloodstones gebackt? Mögt ihr so Wargames, so abstrakte Wargames? Ist es eine Risikoalternative? Habt ihr bessere Spielmaterialqualität zu Hause bekommen? Lasst es mich einfach wissen, lasst interagieren oder kommt rüber auf Twitch, dann haben wir einfach mal Spaß zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube! Hallo, willkommen beim Geek.Spar-Abo. Einfach hier klicken und nie wieder was verpassen. Dieses Abo verlängert sich automatisch auf Lebenszeit. Du hast dadurch Zugriff auf tolle Videos wie dieses, frisch aufgewärmt aus der Tiefkühltruhe. Oder du schnappst dir Content von anderen, die genauso geldgeil sind wie Geek.Spar-Abo.